Hier sind wieder Joe und Andy von Enjoy Magic. Und willkommen zur Enjoy Magic Review. Heute haben wir Frankendoe von, wie heißt er? Oh nein, es kommt nicht aus... Rody McKee, das ist ja dasselbe wie Stargate. Ja, es kommt nicht aus Nürnberg oder Bamberg. Ohne Scheiß, ich habe zuerst gedacht, es geht um Franken. Nee, es geht an Frankenstein angelehnt. Franken, genau. Und ich kann es nicht vorführen, aber ich kann sagen, was dabei ist. Es ist mega, mega lecker. Weiß ich nicht, ob man das so sagen. Es ist eine Abwandlung von Paul Harris' Little Hand. Nee, nicht Paul Harris, Michael Amar, Entschuldigung. Ja, Little Hand. Kennt man Little Hand und dann gibt es noch diesen Katz-Katz-Pau von Illusionist. Ja. Dieses, wie sagt man da, dieses Handling. Ja. Und das ist aber das erste Mal so eine ganze Routine. Normalerweise Little Hand ist ja nur ein Vanish, nur ein Gag. Und hier ist wirklich eine Routine mit einer Münze, die verschwindet und dann in so einem Knetmasseball, jetzt zeigt man doch mal her, auch wenn er ekelhaft ist, in so einem Knetmasseball wieder auftaucht. Mhm. Da ist er. Hier habt ihr Knetmasse, die gebt ihr raus vorher. Dann nehmt ihr die Hand, dann kommt so eine kleine rosa Hand raus, nimmt die Münze und dann gebt ihr den Knetmasseball wieder her und die Leute pulen da die Münze raus. Ja, es ist halt... Geil. Es ist auf jeden Fall schön konzipiert, weil durch diese Knetmasse habt ihr die perfekte Misdirection, um das, Achtung Spoiler, Gimmick wieder zu ditchen. Also ja. Das ist schon schlau konzipiert, es ist halt Geschmackssache, mit dieser Knetmasse zu zaubern und auch diese orange Hand und auch die Story mit so, dass diese Knetmasse zum Leben erweckt. Guckt mal in den guckt mal in den Blogartikel oder es da gibt's so ein, da gibt's so ein kleines unter uns findet ihr den Link und wenn ihr es auf YouTube seht oder auf unserer Website einfach gucken, da ist ein Kommentar von Marc. Grüße gehen raus. Und Michael Kegel fragt halt eben, wo man das performen soll und Marc, unser Autor. Ich lese es euch durch, wir spoilern es hier nicht. Lest es euch durch, es ist geil. Es ist echt einfach witzig, und kreativer es gibt, Typ. Es, damit, was wir damit sagen wollen, es gibt für jeden Effekt, wo ihr euch denkt, wer performt es, immer einen Kreativen, der eine Idee hat. Ohne Scheiß. Also manche nicht, die bezeichnen immer mit Nullpunkt. Es ist okay. Es ist okay und es ist auch witzig. Ja. Ich könnte mir Leslie zum Beispiel auch vorstellen, wie er das performt. Ja, das ist richtig. Ihm würde mit Sicherheit auch was Spontanes... Leslie, lass es unten drunter wissen. Mit Sicherheit hast du, wenn du das siehst, eine Idee dazu. Ja, wie gesagt, es ist halt... Ich sehe mich null, dass ich das performe. Das wäre was ich nie performen würde. Ich werde es vielleicht mal ausprobieren, mal ein, zwei Mal machen, aber das wird in keinem Art in irgendein Repertoire wandern. Weil es ist halt interessant, dass die unterschriebene Münze in dieser Knetmasse endet, wo sich die Knetmasse lebendig geworden ist. Also es gefällt mir tatsächlich besser als Little Hat und auch besser als das Katz-Katz-Pau von Illusionist. Aber die Katze ist witzig. Da muss ich sagen, die Katze finde ich witzig. Aber es ist halt, weil es eine ganze Routine ist, deswegen meine ich jetzt. Das Setting mit der Knetmasse nicht, da kann man sich jetzt drüber streiten. Ja. Und das werden wir auch nicht tun, weil sonst dauert das hier eine halbe Stunde. Eben, so lange kann man nicht mehr. Und deswegen, schwierig, also es ist super ausgearbeitet, die Routine ist top und es kann, man kann, nehmen wir es vorweg, kann jeder machen, ist auch für ein Anfängertrick, ja, wer das kriegt, ist es kein Kartentrick, was so ein Bonus ist, mal was ganz was anderes. Das ist wirklich was ganz was anderes. Weil Münztrick ist es auch nicht so richtig, man kann... Ja, es ist ein Knettrick. Es muss halt magnetisch sein, das, was sie verschwinden lassen. Ja, 5 Cent gehen, 2 Cent gehen, 1 Cent gehen, eine Magnetmünze geht. Richtig. Und ansonsten, was bleibt uns noch zu sagen? Joe, fang doch mal mit einer Bewertung an. Ich fange mit der Bewertung an. Dann keine Ahnung, ich finde jetzt. Ich finde 5 Punkte fast ein bisschen viel, aber man kann es riskieren. Sind wir mal gnädig, ich gebe den ganzen. Ja, 5 Punkte. Es ist okay. Weniger einen drauf, 6 Punkte. 6 Punkte von mir, weil ich glaube, vielleicht manchmal. Einfach so, vielleicht auch nicht. Aber wie gesagt, wir haben es schon gesagt, es ist machbar für alle. Es ist eigentlich ein ganz witziges Ding. Es hat so einen kleinen Schockmoment. Ja, es haut mich jetzt aber auch nicht so unbedingt vom Hocker. Not really. Also, nett würde ich es abstellen. Es wäre nett. Es ist das Neue. Man kann sagen, was man möchte, genau. Aber damit bleiben wir nett. Genau. Das war's vom Frankendo. Das war Frankendo von Rody McKee. Zur Mitte der Review, Andy. Ja, es gibt jetzt die Marketing Lecture mit unserem guten Kollegen Dominik Fontes, auch als Einzelprodukt für alle, die sagen, alles, was ihnen noch fehlt, ist Marketing. Oder ein wichtiger Punkt in der Zauberei, also wie man sich selber anspricht. Ja, ist definitiv wichtig. Es geht einfach um mehr Auftritte bekommen. Ja. Wie präsentiert ihr euch da draußen? Ich habe auch für uns beide mit unserer Agentur hab ein bisschen was rausgeholt. Also es ist wirklich, da steckt was drin, was auch anwendbar ist, was auch von jemandem kommt, der aus der Praxis spricht, der das auch umgesetzt hat und nicht nur drüber redet. Genau, es gibt auch ein Launch-Special, ihr kennt das ja, wie immer, eine Woche lang, bis nächste Woche. Schaut mal rein, schaut euch den Trailer an und dann freuen wir uns, wenn ihr die Arbeit von uns und dem Dominik da unterstützt. Mhm. Und jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Produkt. Swoosh.
Als nächste Begründung haben wir eher was aus Andis Sparte. Andi. Ja, die Frage ist, ist es gut oder hat es einen Mangel? Kommt noch ein Wortwitz hier, Late Night Witz. Mangel. Christoph G. Smith, The Ultimate Bending Device. Genau, es kommt aus der Metal Bending Richtung. Und es ist eine Alternative zu Torquay. Haben wir auch schon reviewed. Ist aber, glaube ich, älter. Was? Mangel gibt es schon länger. Mangel gibt es schon länger als Torquay. Glaube ich schon, nicht? Ich glaube, ich weiß nicht. Ich hatte es jetzt erst auf dem Schirm. Also dann, okay. Whatever. Genau, es ist einfach ein Gimmick, mit dem man Gabeln unmögliche Bends zufügen kann, vor allem Time Bends. Mhm. Ich sage... Also für die, die es nicht wissen, Time Bends sind die Spitzen der Gabel. Ja, genau, die Zinken. Und man kann alles damit machen, was auch Torquay kann. Ich bleibe allerdings bei Torquay, weil ich es irgendwie gewohnt bin, weil es mir besser gefällt. Und ich finde es ein bisschen komisch manchmal in der Anwendung. Also das Ding da, ich kann es schwer beschreiben, ist nicht so schön wie bei Torquay. Einfach, das ist Geschmackssache. Einfach mal für dich, es ist eigentlich eine Art Torquay-Gimmick, für die, die es nicht wissen. Es ist ein Add-on zu Morgan Strapler's Liquid-Metal-Routine, also so wird es zumindest verkauft. Was würdest du sagen, ist der größte... Sag mal, du hast beide Produkte. Du hast jetzt mit Torquay noch nie wirklich gearbeitet. Was von beiden würdest du sagen? Wo sind die größten Unterschiede von den beiden? Die größten Unterschiede, das ist, ich finde Torquay handlicher. Das ist ein bisschen dicker, breiter, wenn man so will. Dann was Gleiches, ich frage es nach Unterschieden, ich sage was Gleiches. Ihr braucht für beides noch einen Pull, würde ich euch empfehlen. Weil ans an Elastikband hängen, was auch hier empfohlen wird, ist nicht gut. Dazu muss man sagen, bei Torquay ist das Elastikband dabei, hier nicht. Aber ich würde auf jeden Fall beides an den Pull hängen, und halt vom, dass man es schön ditchen kann. Und es ist, ja, man muss es stehlen und wieder ditchen. Aber das ist dasselbe eigentlich bei beiden? Die komplette dasselbe, was bei Torquay schöner ist, die Routine. Bei Torquay ist definitiv die bessere Routine mit dabei. Hier ist es nicht so die Routine, sondern ich glaube, es sind nur Einzeltricks dabei. Und deswegen hat es mich auch nicht von der Routine zum Hocker gehauen. Ich meine, man suchte immer noch nach dem perfekten Add-on für seine Gabelroutine, war hier auch hier nicht mit dabei. Aber jemand, der jetzt sagt, er hat schon seine Gabelroutine und möchte da quasi noch ein paar mehr Sachen machen und sich jetzt nicht auf eine spezielle Routine versteifen, wie zum Beispiel bei Torquay, der macht hiermit eigentlich auch keinen Fehlkopf, wenn ihr sie so richtig gesehen habt. Auch, wenn ihr Torquay kennt oder habt oder wieder verkauft habt, was ja ab und an vorkommt und ihr wollt und sagt, das war einfach nicht meins, kann man darauf mal ein Auge werfen und es damit probieren. Oder man startet mit dem rein und wenn einem das nicht gefällt, holt man Torquay. Ich möchte jetzt auch keine Empfehlung, weil es ist Geschmackssache. Es funktioniert beides genauso gut und es ist wirklich Geschmackssache, was ihr nehmt. Es ist schade, aber wir wollen es jetzt hier nicht zeigen. Es wäre perfekt, das hier neben Torquay hinzuhalten, aber das, glaube ich, fänden die Creator auch nicht so gut. Aber das ist halt, wie du schon gesagt hast, es ist entweder das eine oder das andere. Ja. Mit beiden macht man aber eigentlich keinen Fehlkauf. Ja, nee. Am besten Fall, wenn Magic Shop auf einer Messe ist, dann schreibt ihr den vorher und sagt, er soll doch bitte Mangel und Torquay mitnehmen. Dann könnt ihr es euch beim Peter am Messestand anschauen, schauen, was euch besser gefällt und dann das kaufen. Das wäre so die Top-Empfehlung. Genau, also routinemäßig hast du, wie gesagt, ist nichts Besonderes jetzt dabei, aber es funktioniert. Das sollte man dazu sagen. Es wird auch ein Leben lang halten, so wie ich das jetzt im Moment augenscheinlich sehe. Genau. Also da sehe ich auch null Probleme mit. Noch was fällt mir ein. Nägel kann man damit biegen. Man kann Nägel biegen, das geht jetzt mit den Torquay nicht. Okay. Nagel biegen, das ist noch mit dabei. Und ansonsten würde ich noch dazu sagen, auf jeden Fall nicht als Einzelprodukt sehen, das ist so wieder das Add-on. Ihr braucht entweder eine Liquid Metal Routine, von Morgan Strabler gibt es ja die DVD, oder ihr kauft euch die Liquid Forks, da ist von David Penn eine Routine dabei und da könnt ihr das als Add-on ranpacken. Aber ihr braucht schon eine bestehende Gabelroutine, wenn ihr euch das holt, ganz wichtig. Von der Bewertung her, Andi. Von der Bewertung her, ich weiß nicht mehr, was ich Torquay damals gegeben habe, aber ich... So dann lass Torquay raus. Sechs Punkte. Ja. Okay. Ich schließe mich dir jetzt einfach mal an. Ich bin da nicht so in der Materie drin. Ich gebe dem Ganzen auch 6 Punkte. Ich vertraue dir da, wenn du sagst, dass Torquay da in deiner... Ich habe auch nur mit Torquay gearbeitet. Aber ihr macht auf jeden Fall keinen Fehlkauf, wenn es sowas ist. Ja. Bitte, wie gesagt, das ist unsere Meinung. Wenn ihr das seht und sagt, oh Gott, das ist genau das für mich, dann bitte go for it. Wie gesagt, die Bewertung am Ende ist immer nur unsere Meinung. Genau, dazu schaut euch die vollständige Review, die Links sind immer drunter unter unserem Blogartikel an. Da sind ihr vielleicht Meinungen, Erfahrungsberichte von anderen Zauberern noch. Dann könnt ihr euch ein ganzheitliches Bild bilden und habt nicht nur unsere persönlichen Vorlieben. Gut. So als für wen ist es geeignet? Alle, die ihre Metal-Bending-Routine ausbauen wollen. Metal-Bending Fortgeschrittene. Genau. Das haben wir perfekt. Genau und die. Und das war Mangel von Christopher J. Smith.
Und das war's dann auch schon wieder mit der Enjoy Magic Rib für diese Woche. Heute mit Franken Doe und mit Menge, so eine kleine Horror, also haben wir es mal einkategorisiert, fanden wir eigentlich ganz passend. Könnt ihr mal unten die Kommentare drunter schreiben, wie es euch gefallen hat. Wenn ihr euch eins von den Produkten holen wollt, benutzt die Links unten in der Beschreibung. Oder in der Infocard. Unterstützt die Shows. Beschreibung. Oder über die Blogartikel. Genau, in die Blogartikel verweisen wir euch auch immer. Würde uns freuen, wenn ihr was drunter schreibt. Unterstützt unser Sponsor, dann genau. Unterstützt er uns mehr und es gibt noch viel coolere Produkte. In diesem Sinne, bleibt magisch.